Hey, heute ist Samstag. Die einen gehen heute einkaufen. Und wir sind meistens am Samstag am Ausmisten. Ich möchte einfach wieder... Ach, man muss ja dauernd dran sein, dass nicht überall alles herumsteht oder so. Gerade auch mit dem Kokosöl. Da habe ich heute schon sehr vieles gemacht. Und es gibt einfach wieder Power, wenn man wieder eine Schachtel nach draußen getragen hat. Irgendwo, es sammelt sich immer etwas an. Okay, wir haben hier noch Wiederverkaufsdinge, die braucht man, die haben die Kunden, unsere Gäste gerne. Und mein Buch ist gekommen. Haben wir es in bedruckter Version für unsere Gäste im Garni, die dürfen das gratis mitnehmen. Hier ist noch mein anderes Buch. Das, wo ist es da? Selbstmanagement, wie wir alles mit der Zeit koordinieren können, damit wir alles unter einen Hut bringen. Ja, und ja, heute eben hier auch wieder ein Buchgestell. Wir haben so viele Bücher. Ja, das ist halt, wenn man so gerne Bücher liest. Hä? Wir sind heute also am Ausmisten, die Kinder sind gerade dabei. Ihr Zimmer, aus jedem Zimmer muss wieder eine Kiste weg. Umso weniger, umso besser, weil sie dann Raum und Zeit für sich selber haben. Ich mag das nicht, wenn überall immer alles wild herumliegt oder auch wenn es noch aufgeräumt ist. Also, ich gehe jetzt wieder weiter räumen und dachte, vielleicht kann ich dir einen kleinen Impuls geben, dass du da heute auch noch, wenn es nur 10 Minuten, einfach eine Kiste wieder weg, irgendwo. Samstag gibt es ja viele Sammelstationen, kannst du gratis abgeben oder deinem Nachbarn verschenken oder stellst nach draußen, wer möchte das haben. Wir haben eine Nachbarin, die hat immer Bücher draußen und da kann man immer wegnehmen und wieder hin tun und das machen wir dann jeweils auch. Tolle Sache.